Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe gerade gesehen, der neue Playmobil-Katalog ist rausgekommen und den wollte ich sofort mit euch teilen. Ich drehe nämlich gerade das Video und möchte es danach auch direkt hochladen, nachdem ich es geschnitten habe. Und ja, also ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Der neue Playmobil-Katalog, wie ich schon gesagt habe. Und ich weiß, die Qualität ist jetzt nicht gerade super. Ich filme es vom Handy aufs Tablet, aber es geht leider nicht anders, denn der Katalog ist erst rausgekommen. Also heute oder gestern ist er rausgekommen. Und deswegen habe ich den natürlich noch nicht da. Ich habe den zwar bestellt und der kommt auch die Tage jetzt, aber natürlich kann ich es euch jetzt leider nicht anders zeigen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, das so zu machen. Und ja, wir gucken uns den zusammen an. Ich werde auch meine persönlichen Meinungen zu den neuen Sets dazu geben, aber ja. Also wir starten gleich mal. Das hier ist die Titelseite und jetzt beginnen wir mit den Spezial Plus Päckchen. Da haben sie eine ganz neue Titelseite gestaltet mit so verknisterten Sachen. Und der Preis ist leider um 1 Euro gestiegen, aber das ist jetzt bei allen Sachen so. Und der Preis ist generell auch gestiegen bei Playmobil, das werdet ihr auch noch sehen. Und zwar ist jetzt hier neu einmal ein Superheld, also ich zeige es euch jetzt einfach mal so. Und ja, tut mir leid, dass man Finger und alles sieht, aber ja, geht nicht anders gerade. Pferdetresor, Fußballerin mit Torwart, Kind mit Monsterchen. Ich finde es cool, dass man ein Bett im Set hat, aber ja, also. Dann hier noch Weihnachtsbäckerei, da finde ich diese Geweihe total goldig, voll die coole Idee. Nur ein bisschen schade, dass man die nur auf die Männchen machen kann, die halt dieses Loch im Kopf haben. Dann steht hier noch viel Zubehör für riesen Spielspaß. Und das sind noch die alten Sets hier, komplett überall. Was neu dazugekommen ist, ist einmal Nixon beim Spielen. Ist eigentlich auch ganz niedlich. Dann die Abschlussparty. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man sowas spielt, aber ja. Dann noch Boxer Champion und Krieg mit Panther. Und das war es dann eigentlich auch. Den Rest habe ich euch schon gezeigt. Wie man hier sieht, soll das ein E-Roller sein, steht da ja auch. Die gehen halt auch mit der Zeit mit. Aber ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Figuren halt früher war Playmobil, zwei Punkte, ein Mund und das war die Figur. Und halt sozusagen, man konnte mit Fantasie noch selber sich was da denken. Hier finde ich jetzt halt ein bisschen schade, also klar, Boxer sieht so aus, aber dass Playmobil irgendwie die Figuren teilweise sehr abändert, das werdet ihr auf der nächsten Seite sehen. Jetzt folgt aber erstmal ein bisschen Werbung und das Gewinnspiel und dann Playmobil 1, 2, 3. Da ist jetzt, so wie ich gesehen habe, nichts neu, aber das meinte ich jetzt hier. Hier kommt Duck on Call. Ich kenne das persönlich nicht. Ich glaube, das ist eine TV-Serie für Kleinkinder. Also oben ist auf jeden Fall die Altersempfehlung 3 bis 5 Jahre. Und das haben sie halt versucht, mit Playmobil sozusagen nachzumachen. Oder halt eine Lizenz dafür aufzulegen. Und ja, so wie bei Spirit und den anderen Sachen auch. Hier gibt es einmal Notarzt-Action. Da geht es anscheinend eher so um Einsatzfahrzeuge, Notarzt, Feuerwehr, Polizei und so weiter. Dann haben wir hier noch so ein, ja, so ein Auto, Feuerwehrauto halt. Dann gibt es noch hier, gibt es dann noch diese Station. Das ist mobile Einsatzzentrale. Das ist wie diese Playmobil-Klapp-Sachen gemacht, plus halt jetzt passend zum Thema. Mit Gefängnis und hier noch so ein paar kleinen Sets. Und ja, hier noch so ein Notarzt-Einsatzleiter-Fahrzeug. Dann noch ein Polizeieinsatzleiterfahrzeug. Und so sieht die Seite im Überblick aus. Wenn ihr es euch gerne genau angucken wollt, drückt gerne Pause und dann könnt ihr ranzoomen. Machen wir nun weiter. Sie haben gleich nochmal eine zweite Reihe aufgelegt sozusagen. Wieder von gleichen, bloß diesmal mit neuen Sachen. Hier so eine Zentrale. Ist auch ziemlich teuer, 140 Euro für diesen Turm da. Aber ja. Dann noch hier so ein Feuerwehrauto, so ein Club-Polizeiauto. Hier so ein Polizeitruck eben. Ach so, genau, das finde ich ein bisschen schade. Nämlich, das kann ich euch hier gut zeigen, dass die Figuren ganz anders sind. Aber das ist wahrscheinlich dann zur TV-Serie passend. Also ich werde mir das auf jeden Fall nicht holen. Also ich bin auch nicht die Zielgruppe bei diesem Set hier, bei dieser Reihe. Und deswegen, nee, also ich kenne das auch nicht. Dann wurde die Seite nochmal von Ponyhof neu gestaltet. Ach so, genau, auf alte Sachen gehe ich jetzt nicht so im Detail ein. Und zwar eben hier der Ponyhof mit den Sammelponys und hier ist nichts neu.
Dann machen wir jetzt mal weiter. Ich wollte gerade mal. Ah, ne, ist auch nur bis 10 Jahre. Ja, die Altersempfehlung haben sie nicht geändert. Dann hier eine neue große Pferdewelt. Pferde kommen ja immer gut an. Bei den Mädchen vor allem. Und hier gibt es jetzt Kindergeburtstag auf dem Ponyhof. Auch ein süßes Set. Dann Ponykutsche. Das gab es früher mal. Nicht so pink. Dann hier, was ist das? Reitturnier. Reitturnier gibt es eben hier dann noch. Und den Stall, den finde ich echt klasse. Da muss man nicht so ein großes Ding holen. Ist aber teurer als der Reiterhof selbst. Also muss man sich dann auch überlegen, ob man dann den Reiterhof oder das nimmt. Aber an sich finde ich das total schön. Und hier sind die Playmobil-Figuren auch so gehalten wie immer. Das finde ich auch toll. Also ich finde es cool, dass es sozusagen ein paar neue Gesichtszüge gibt mit, also diese, dass es nicht nur Auge, Auge, Mund gibt, sondern auch ein bisschen Augenbrauen und rote Backen. Das ist ganz cool. Und das gab es aber auch vorher schon. Also ja. Dann der Reiterhof hier wieder und Spirit, das kennen wir ja schon. Sie haben die Seiten halt so ein bisschen neuer gestaltet. Und dann gibt es noch hier viel zu tun auf dem Bauernhof. Einmal einen großen Traktor mit Zubehör und einmal nebendran einen Bauernhof mit Kleintieraufzucht. Und das ist halt so ein kleines Promopack, also ein großes Promopack, aber wenn man es aufbaut, nicht ganz so groß. Und dann gibt es hier die Figgis. Die kosten, oh, ja, die kosten nicht mehr 1,99 Euro, wie man dachte. Also wie früher, die kosten jetzt 2,49 Euro. Ja. Ich finde es mir so schade, aber da können die ja nichts für, also Playmobil, weil die Preise werden ja eh immer teurer. Und hier gibt es eben diese Figuren hier. Ein Geiger, so ein komisches Alien, was sein Auge gerade rausgenommen hat. Dann ein Pfarrer, glaube ich. Nee, ein Richter. Pfarrer, Richter, eins von beidem. Sieht mir eher aus wie Pfarrer. Dann ein Meermann. Ein Eishockeyspieler, so ein Typ hier und so ein Fingerabdruck, so ein Detektiv vielleicht. Für die Mädchen gibt es auch was und zwar hier so einen komischen Hipster und Rotkäppchen, finde ich cool. Diese Eisläuferin, auch richtig cool. Also diese Sets sind eigentlich ganz toll, finde ich. Nebendran die Schule, aber das kennen wir ja auch schon. Da ist ja auch nichts neu. Dann hier wieder von 4 bis 10 gibt es die. Alles jetzt halt schnell aufgebaut. Ideal als Mitbringsel für den Kindergeburtstag. Und das ist, sind eben diese Geschenksets. Da gibt es hier oben einmal Geschenkset E-Bike-Werkstatt. Die sind auch gestiegen. Die haben vorher 7,99 € gekostet, jetzt 8,99 €. Also E-Bike-Werkstatt einmal hier. Dann Hundetrainer. Dann Geschenkset Kaninchenfütterung. Das Set finde ich echt süß. Total niedlich. Und dann hier in der Mitte noch eins. Das ist irgendwie so ein Space Speeder. Und hier unten noch eine Fashion Boutique. Und ich werde auch neue Playmobil-Elemente, also irgendwie ganz neue Figuren oder so, werde ich nochmal extra erwähnen. Also die verpasst ihr nicht. Dann hier noch eine Schatztaucherin. Auch ganz cool eigentlich. Und hier noch. Neu diesen Playmobil-Schulbus als US-Format, also von der USA halt dieses Format. Da gibt es auch noch mehrere Seiten dazu. Machen wir weiter. Jetzt schon wieder dieses Haus, weil ja, also das ist scheinbar sehr beliebt. Das gibt es jetzt ja schon seit irgendwie, ich glaube seit 2016, glaube ich, kam das raus. Und naja, da wurden jetzt eigentlich neue Sachen dazu gemacht sozusagen. Ich wollte es euch mal zeigen. Einmal dieses Set hier, Poolparty, total cool finde ich hierbei, dass, also hier dieser Pool, der ist auch ein ganz neues Element, das ist nämlich so ein Pool, den man im Garten aufstellt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ich denke schon. Und das ist echt cool geworden, das Set. Mit Rutsche, so einer Mädchen hier und so einem Turm. Kostet allerdings 59,99 €. Aber das sind ja auch, das ist ja nur die unverbindliche Preisempfehlung, also das sinkt ja dann meistens noch. Dann noch zum Einrichten hier. Da sieht man, hier kann man die Gestalten, diese Wände, da sind wohl, ich weiß nicht, ob Tapeten oder Sticker. Auf jeden Fall kann man da die Wände gestalten. Und da haben sie ein neues Zimmer rausgebracht, und zwar das Jugendzimmer. Das wird 20 € kosten. Und schaut euch mal dieses Hausbett an. Das ist ja so cool. Also ich weiß jetzt nicht, was das in einem Jugendzimmer zu tun hat. Ich würde es eher als Kleinkinderbett nehmen. Also falls ihr das auch habt, also falls ihr das persönlich habt in eurem Zimmer, ich will da keinen kritisieren oder so. Aber ich finde das ganz goldig für ein Kleinkind oder so bis, weiß nicht, bis 8 oder so Jahre.
Auf jeden Fall finde ich das total süß für so kleine Kleinkinder auf jeden Fall. Aber wenn es Älteren gefällt, ist natürlich auch okay. Und ja, hier eben diese Tapete und den Rest kennen wir ja schon. Aber sie haben hier eine Jugendliche rausgebracht. Das ist ja cool, dass man so eine Zwischenstufe zwischen Kind und Erwachsen hat. Allerdings, also ich weiß nicht, ob das dann am Ende doch eine normale Kinderfigur ist, aber so wie es auf dem Bild aussieht, haben sie einfach nur die Beine fast doppelt so lang gemacht und den Oberkörper aber genauso klein gelassen, die Hände auch und den Kopf auch. Also ja, ich weiß nicht, da hätte ich jetzt vielleicht dann alles angepasst und nicht nur die Beine verdoppelt von der Länge. Aber das Set werde ich mir auf jeden Fall holen, aber nur wegen dem Bett eigentlich. Und mich interessiert dann mal, wie die da wirklich dann aussieht, weil so wie auf dem Bild kommt es mir ein bisschen komisch vor von den Proportionen her. Aber schön finde ich, dass jetzt alles schlicht gehalten ist. Also weißer Schreibtisch, also bis aufs Regal und das ganze bunte Zeug. Aber weißer Schreibtisch, Hausbett, das ist ja so in so einem beigebraun. Und dann noch ein beigebraun Schreibtisch und diesen Teppich, den finde ich echt cool. Dass jetzt mal nicht nur irgendwie runde Teppiche für die Kinderzimmer sind, sondern auch solche. Also das ist ein echt klasse Set. Und hier sieht man nochmal, wie es gestaltet ist. Ah, mit wechselbaren Tapeten. Okay, dann muss es wahrscheinlich aus Pappe sein. Und man klemmt die da vielleicht so rein. Aber sobald ich mehr weiß, sage ich euch gern Bescheid. Dann gibt es hier noch Großeltern mit Enkel. Das kennen wir auch schon so. Oma und Opa. Die große Familienküche, die kennen wir ja bereits auch schon. Und dann noch ein neues Zimmer. Das ist das Wohnzimmer. Da sind die natürlich am elektronischen Zeug spielen. Also zocken. Und ja, ansonsten, also man sieht es natürlich nicht ganz so toll, aber ich habe es schon so gut wie es geht, sozusagen mir runtergeladen. Aber ja, also man sieht auch mit den Tapeten, das finde ich echt cool, dass man dann so Tapeten im Haus hat. Also da muss ich echt mal gucken, wie das dann geht, ob man die wirklich so oft wiederverwenden kann. Aber wenn ja, ich fände es mega cool. Also das Haus habe ich auch schon, ich denke viele von euch auch, weil, naja, das gibt es ja schon so ewig und ging auch vom Preis bisher immer. Und ja, deswegen. Ich denke, ich werde mir das Jugendzimmer auf jeden Fall holen und das Wohnzimmer vielleicht auch. Allerdings wahrscheinlich nur wegen Tapete und dem Zeug. Und eine neue Sache noch. Als Etagenergänzung gibt es jetzt dieses hier. Und zwar, es kann man nicht ganz so gut erkennen, aber da gibt es hier Fliesen im Bad. Und ich weiß nicht, das ist halt so. Das kann man echt schlecht, also echt nicht super erkennen, aber es ist halt eben die Etagenerweiterung mit viel Zubehör. Finde ich echt klasse, nur ich habe mir schon zweimal die Etagenerweiterung gekauft. Noch ein drittes Mal wäre ein bisschen viel. Und das ist auch jetzt nicht ganz billig, also ich denke, das werde ich mir nicht holen. Ich werde mir vielleicht ein paar Ersatzteile, ich weiß nicht, das sieht mir ein bisschen, könnte so ein neues Element von Playmobil sein, das habe ich noch nicht gesehen. Das oder so werde ich mir dann wahrscheinlich als Ersatzteil bestellen. Aber an sich echt cool, finde ich, dass die jetzt ein paar neue Zimmer einfach dran gemacht haben. Aber was ich mir wünschen würde, wäre ein modernes Wohnhaus. Also klar, das heißt auch modernes Wohnhaus. Aber eins, wo es einfach nur schwarz, grau und weiß ist. Also so richtig modern. Zum Beispiel so wie das, finde ich total schön. Bloß das Gelbe oder Orangene gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so schön findet. Dann, das kennen wir ja schon, Kita und Krankenhaus. Allerdings haben sie sich entschieden, für das Krankenhaus noch ein Duo-Pack dazu zu geben. Und die Duo-Packs sind auch um 1 € gestiegen. Und das ist auch cool, dass irgendwie so ein Arzt, Sanitäter mit ein bisschen Zubehör, so ein Verband für den Kopf, eine Beatmungsbeutel und ein Tropf und ja, halt dieser Verletzte. Also Infusion. Finde ich ganz cool eigentlich. Dann haben sie hier wieder das Puppenhaus und sie kamen auf die Idee, wie man hier sieht, das Mitnehmen-Puppenhaus einfach ein bisschen von der Farbe zu ändern. Einfach eine andere Farbe vom Dach. Und dann haben sie hier einfach noch die Küche, die Küchenmöbel und Wohnzimmermöbel teilweise ersetzt durch neue. Und jetzt ist es halt ein neues Wohnhaus. Kann man natürlich auch machen. Ich habe schon das alte, deswegen werde ich mir das neue jetzt nicht holen. Weil auch nicht alle Möbel ersetzt worden sind. Dann hier das Schloss. Hier ist auch nichts neu. Ah doch, eine Kleinigkeit ist hier neu. Und zwar gibt es hier orientalisches Königspaar. Hat jetzt nicht so viel mit dem Schloss zu tun. Eher mit so einem Orientschloss, ja. Aber ja. Dann machen wir weiter. Hier beginnt die Ayuma-Seite. Und da wird eben erklärt, wie die alle heißen. Und hier haben sie noch ein neues Promopark. Das ist
Promopack, sorry. Und da ist ein Pegasus dabei. Pegasus von Playmobil finde ich echt klasse. Dann Mädchen, ein paar Figuren, eine Kutsche und es kostet 39,99. Finde ich auch ein cooles Set. Also gefällt mir auch echt gut. Dann von Ayuma hier diese Welt. Kennt ihr ja bestimmt aus dem letzten Katalog, den ich euch vorgestellt habe. Also richtig cool. Und scheinbar muss das sehr gut angekommen sein. Hat jetzt noch keinen Preis gekriegt. Aber ist scheinbar sehr gut angekommen, denn sie haben hier einfach noch eine neue Seite sozusagen gemacht. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber von Everdreamer sollte ja schon lange die Magic-Reihe draußen sein. Mit dem Planwagen und diesen Sammelfiguren von Everdreamer eben. Ich weiß nicht, wisst ihr da genau was dazu? Ich finde es so schade, dass sie das jetzt, dass sie sozusagen einen Rückzieher gemacht haben und das jetzt doch nicht rausbringen. So ist der aktuelle Stand. Aber ja, eigentlich total schade, weil hätte ich mich da jetzt nicht dazu informiert, hätte ich das auch nicht gewusst. Weil ich habe die ganze Zeit gewartet, so, wann kommt es? Weil den Planwagen, den wollte ich mir halt holen. Da habe ich mich schon gewundert, wieso es nicht kam, habe mich informiert, aber ist anscheinend gecancelt, also das gibt es gar nicht mehr. Everdreamer ist ja leider nicht ganz so gut gelaufen, wahrscheinlich deswegen. Dann gibt es hier einmal einen Unterschlupf der Bad Fairies, also hier sozusagen die Seite der Bad Fairies. Ganz neue Figuren, ganz neue Frisuren, guck mal. Und ja, also hier ist so ein Unterschlupfhäuschen. Und dann noch so ein Pegasus. Ich weiß nicht, ist das beim Unterschlupfhäuschen dabei, genau. Mit ein paar neuen Figuren hier unten, wie man sehen kann. Und dann sieht man hier noch Unterschlupf der Bad Fairy, ist das eben. Ah nee, das ist das hier. Das ist das hier, Unterschlupf der Bad Fairy. Und das finde ich auch cool, ein Tropfenhäuschen jetzt mal von der bösen Seite aus gesehen. Das ist echt cool. Und hier kann man dann eben die über Kopf zum Schlafen reinhängen. Das ist cool. Und dann gibt es hier noch so ein, wie so eine Energiequelle oder so. Frühlingszeremonie, genau. Da ist dann irgendwas mit dem Stein, dass der dann leuchtet hier oben. Und dass sich dann irgendwie zur Seite schiebt. Und dann ist da nochmal so ein Symbol, glaube ich. Weiß ich aber auch noch nicht ganz, sieht man da nicht so gut. Aber das kam auf jeden Fall nochmal raus. Auch sehr, sehr cool, finde ich. Also ich habe ja schon das Tropfenhäuschen, dieses Bad Fairy Set da, wo Noxana dabei ist, ihre Schlange und diese Crystal Fairy mit ihrem V. Und dann habe ich noch das Tropfenhäuschen von Livy und dann habe ich noch den Ayuma-Baum, den Gemeinschaftsbaum. Und bin sehr zufrieden damit, also vor allem mit dem Auspacken, das hat echt Spaß gemacht. Dann hier, das kennt ihr ja schon, den tropischen Aquapark. Und jetzt geht's weiter. Und zwar hier, das kennen wir auch schon, Starter Packs. Und da haben sie noch ein paar mehr rausgebracht von Starter Packs. Und zwar einmal Kampf gegen den Feuerskorpion. Oh, der sieht ganz schön groß aus, guck mal. Ja, da haben sie sich echt was einfallen lassen. Dann hier der Tresortechniker. Das finde ich richtig cool, das Set. Weil man musste sich ja den blauen Tresor immer bei Playmobil.de nachbestellen. Habe ich übrigens auch schon gemacht. Also ich habe jetzt mittlerweile auch zwei blaue Tresore. Aber die kosten dann so 9,99, sagen wir mal 10 Euro. Und hier musst du nur 14 Euro bezahlen und hast noch zwei Männchen dabei und ein bisschen kleines Zubehör. Und du musst es nicht für 3,95 Euro Versand bestellen, sondern findest es ja beim Spielwarenhändler. Und der Tresor, wie ich finde, sieht viel cooler aus als der blaue. Also wie so ein echter Tresor eben. Dann hier Night Fairy mit Waschbär. Also nochmal so ein Ayuma-Einstieg sozusagen. Dann hier Wasserboot mit Bananen. Scooter. Nee, Wasserscooter mit Bananenboot. Bananenboot hatten wir auch schon mal. Und dann hier Starterpack Feuerwehrübung. Ja, ich weiß nicht, wie die es machen wollen, dass sie dieses Auto da mit ins Set bringen, weil das wäre dann, glaube ich, ganz schön teuer. Wahrscheinlich irgendwie so als Hülle dazu. Aber sehr cool. Nebendran die Spielboxen, die kennen wir ja schon. Und das ist so ein schönes Set hier. Schaut mal. Das ist hier der Zootierarzt, also die Tierarztpraxis im Zoo. Und das basiert auf dem Campingplatz-Gebäude oder aus dem von der Pizzeria. Und ich finde toll, dass man so viele Tiere dabei hat. Und ja, also mir gefällt das echt richtig gut. Das ist auch ein Promopack. Von den Promopacks sinken ja die Preise wirklich sehr schnell. Also zum Beispiel vom Promopack Abenteuerspielplatz, das mit dem Schiffswrack, das sollte irgendwie 40 Euro kosten, liegt jetzt bei 25. Also das ist echt super dann. Und ja, das war's auch mit der Seite.
Dann machen wir weiter. Hier gibt es wieder die Figures und sie haben den noch ein Promopack aufgelegt und zwar den Abenteuerspielplatz. Einfach nochmal in neuer Farbe und mit ein bisschen mehr Zubehör. Hier, wie man sehen kann. Die Farbe gefällt mir auch echt gut. Und der soll auch 39,99 kosten. Den werde ich mir allerdings nicht holen, weil ich habe ja schon einen, der genauso aussieht. Ja. Hier haben sie ja nochmal neue Sachen dazu. Irgendwie sind die Menschen dieses Jahr sehr verrückt unterwegs alle. Dem stehen die Haare zu Berge. Der ist irgendwie so ganz aus seiner Haut gefahren. Das ist ein Tätowierer, glaube ich. Und ansonsten hier so eine im Schlafanzug, die hat so ein Avocado-Shirt an, so eine verkleidete. Und von denen, also ich ertaste die mir immer, würde ich mir, glaube ich, sogar gar keinen holen, um ehrlich zu sein. Aber naja, vielleicht die. Ich finde diese Avocado-Frau voll süß irgendwie. Ja, und die vielleicht für den Kindergarten. Also die erste Serie hat mir noch besser gefallen, die obere, die Serie 20. Ist aber irgendwie, ist doch komisch, dass es Serie 21 ist, oder? Und es oben Serie 20 und die beide neu sind. Die letzte Serie war doch schon die Serie 20. Und da waren ganz andere Figuren dabei. Ja, das ist irgendwie komisch. Naja. Dann ist Dino Rise auch gut gelaufen scheinbar. Und hier gibt es nochmal neue Sets. Die sehen auch schon mal sehr, sehr groß und ansprechend aus, wenn man sie anguckt. Ja, hier sieht man Top 10 Spielzeug 2021. Und dann war das scheinbar so erfolgreich. Und dann haben sie gerade noch mal ein bisschen mehr dazu gemacht. Einmal hier dieses große Mauernset. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, geht es euch auch so, aber wenn ich das so angucke, denke ich so, ich bin so erschlagen von den vielen Details und ja, ich weiß auch nicht. Da fällt einem irgendwie schwer, was richtig zu erkennen, was zu welchem Set gehört. Aber hier ist einmal Robo-Dino-Kampfmaschine. Da hast du hier so einen Mensch, so eine Kampfmaschine, noch einen Mensch und zwei kleine Dinos. Kostet 39,99. Dann gibt es das hier, das finde ich, sieht echt cool aus. Das ist scheinbar ein Wächter der Lavaquelle. Dr. Mine gibt es auch noch. Das ist dann nochmal hier so ein Set. Das ist Comet-Korb. Abbruchbohrer, okay. Minenkreiser, auch okay. Ja, also hier ist wahrscheinlich so ein Minenbau. Ja, hier sieht man, das ist wie so eine Achterbahn, das ist cool. Und ja, so das ist das hier. Dann machen wir mal weiter. Hier gibt es auch nichts Neues, bis auf ein ganz kleines Set und das ist hier. Also so klein ist es eigentlich gar nicht, aber da ist ein Drache dabei und drei Figuren und das kostet 39,99. Und die Gliedmaßen des Drachens sind anscheinend alle sehr beweglich, wie hier steht. Und ja. Dann weiter mit Novelmore. Hier nochmal dieser Turm. Das kennen wir auch alles schon. Ach, und die Kutsche. Die ist neu hier. Die Kutsche, die ist ganz neu. Ab März. Dann haben sie das jetzt zu ESA umbenannt. Also Mars-Mission ESA. Vorher hieß es ja im anderen Katalog nur Mars-Mission. Und jetzt haben sie scheinbar noch eine Lizenz draus gemacht. Und hier ist dann auch wirklich ein Astronaut mit ESA drauf dabei, beim Duo-Pack. Dann kommen Playmo Friends. Da wurden noch nie so viele gleichzeitig rausgebracht. Und zwar hier einmal eine Schlangenlady, dann ein Ninja. Also die haben ja früher 2,99 gekostet, soweit ich mich nicht irre. Und jetzt sind wir bei 3,49. Hier dann noch ein Rennfahrer, eine Hafenspielerin. Die finde ich toll, also die werde ich mir wahrscheinlich holen. Snowboarderin, Space Ranger, Faun, spricht man es so aus? Ist ja so ein Fabelwesen. Halb Tier, halb Mensch, aber ich weiß nicht, spricht man es so aus? Naja, dann noch ein Wikinger, Konditorin, das finde ich auch ein cooles Set. Dann japanische Prinzessin, Wikingerin, natürlich auch die weibliche Form, genau, und ein Polizist. Also ich glaube, ich werde mir die Köchin hier holen und die Hafenspielerin. Ende Januar ist ja schon bald. Dann gibt es hier die Polizeiwelt. Da wurde jetzt nichts ergänzt. Dann geht es hier weiter mit der alten Polizeiwelt. Und dann kamen hier von City Action noch solche Fahrzeuge eben dazu. Und ja, hier sind die ganzen Fahrzeuge. Und auch hier noch ein neues Duopack. Ah, ein neues Amphibienfahrzeug. Das ist ja cool.
ist gut. Und dann hier seht ihr eine ganze Seite voller US-Fahrzeuge, also so wie die Sachen in Amerika eben aussehen. Und zwar hier einmal den US Tower Ladder, spricht man so aus. Auf jeden Fall das Feuerwehrfahrzeug in der USA. Das sieht scheinbar so aus. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass sowas so aussieht. Aber auf jeden Fall interessant. Und dann hier unten noch den Rettungswagen. Also mich interessiert ja alles, was mit Krankenhaus, Rettung, Notarztsanitäter und so zu tun hat, sehr. Also sehr cool. Aber ich habe sowas auch noch nie gesehen irgendwie. So ein Fahrzeug. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das holen werde, weil ich habe ja schon irgendwie 3 Krankenwagen, zwei Notarzt-PKWs, ein Krankenquad, ein Rüstfahrzeug und eine Bergrettung als Fahrzeug deswegen. Und ein Notarzthelikopter. Dann hier gibt es Polizeimannschaftswagen, auch mal 9. Ah, dieser ist jetzt nicht also nach der USA sozusagen, nach dem USA-Modell. Hier, sieht auch ganz cool aus, finde ich jetzt persönlich. Ich habe jetzt also nicht so viel mit Polizei zu tun, so mit dem Spielen und so, aber für die Jungs ist es bestimmt sehr interessant oder auch für einige Mädchen. Und hier ist jetzt wieder so ein Polizeifahrzeug. Ja, dann gibt es hier was zum Feuerwehr, also zum Thema Feuerwehr. Das ist aber alles, wie wir es schon kennen. Dann hier noch zum Hafen, das kennen wir auch schon. Stuntshow, da gibt es jetzt auch 2 neue Sets. Einmal den Air Stuntshow Propeller, das Air Stuntshow Propellerflugzeug. Und, es sieht aus wie ein Tiger, genau. Und nochmal hier so ein Duo-Pack. Der eine hat irgendwie Flügel, also keine Ahnung, ob der sich von irgendwann runterstürzen möchte. Und dann beginnen wir mit einem ganz neuen Thema, nämlich Asterix. Das wusste ich schon, dass das rauskommen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Sets auf einmal rauskommen und dass es so sehr von Playmobil abweicht. Also ich kann es euch auch gerne mal zeigen für alle Fans unter euch. Hier gibt es einmal so einen Baumhausturm. Kostet 60 Euro, da kriegt ihr halt diesen Turm hier, also dieses Ding hier. Und das kostet 60 Euro. Dann gibt es hier auch so ein Zauberset. Hier so ein Zelt mit einer Aufführung. Dann noch so ein Haus hier. Also ich weiß nicht, als ich die Seite gesehen habe, dachte ich, das ist Lego. Also ich weiß auch nicht. Ich dachte wirklich, das ist... Im ersten Moment dachte ich echt, okay. Hier dann noch so ein paar Römer. Und hier ist dann dieses ganz große Set. Das ist mit so einem Haus. Da können alle am Tisch essen. Und das kostet 149 Euro. Hier seht ihr nochmal den Asterix. Ist das Asterix? Ich kenne mich damit nicht aus. Peinlich. Ich weiß nicht, wer ist. Aber ja, auf jeden Fall, wie man sieht, also... Ja, also vom Ganzen her jetzt so. Playmobil ist es eben sehr stark abgeändert. Und ja... Aber natürlich soll es auch so aussehen wie von Asterix, deswegen musste man da ja natürlich etwas ändern. Und das ist eben die Asterix-Serie. Ich finde es schade, früher war nämlich Playmobil nur Playmobil, im Katalog war einfach nur Playmobil. Und wenn sie irgendwas rausbringen wollten, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie zum Beispiel irgendeine Lizenz, zum Beispiel Volkswagen, dann haben sie sich einfach entschieden, sie bringen ein Wohnmobil raus, wo vielleicht so ein bisschen in die Nähe von Volkswagen geht. Oder sie haben sich einfach entschlossen, sie bringen für die Kinder eine Feenwelt raus und haben die jetzt nicht speziell als Lizenz irgendwie irgendwo hergeholt und so. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es so viele Lizenzen gibt. Weil man kann ja auch, wenn man irgendwie Asterix und Obelix spielen möchte, das mit den normalen Männchen machen oder sowas. Also ja. Dann hier Scooby-Doo. Ach so, genau, ist ein gutes Beispiel. Hier hätte man ja einfach zum Beispiel ein Geisterhaus mit Geisterbahn rausbringen können und hätte das nicht Scooby-Doo nennen müssen, hätte dann aber das einfach ein Geisterhaus gehabt mit einer Geisterbahn und vor allem von wegen auch diesen Sets hier alle und hätte einfach ganz normale Figuren oder Geisterfiguren rausgebracht und die dann gerne Scooby-Doo spielen, hätten sich einfach in ihrer Fantasie die Menschen mit Haarewechsel oder so nach der Filmserie gestalteten, hätten bestimmt genauso viel Spaß oder ähnlichen Spaß gehabt.
Dann hier ein paar mehr Lizenzen. Porsche ist ja jedes Jahr wieder das neuere Modell dabei. Und, jetzt sogar neue Mercedes. Okay. Und dann noch ein Auto, was bald kommt. Das sieht man hier noch nicht. Und hier noch den Mini Cooper. Die vier Autos kennen wir ja schon. Dann gibt es jetzt ein neues Knight Rider. Da habe ich gesehen, es haben sich ganz viele von euch oder ja gewünscht eben. Und es waren ganz viele auch. Ich habe auch bei Playmobil auf ihrem Social Media Kanal auf Instagram geguckt. Und da haben auch ganz viele drunter geschrieben, bitte, bitte macht Knight Rider, bringt Knight Rider raus. Und das haben die scheinbar anerkannt. Auf jeden Fall gibt es davon auch so ein Set. Und die ganzen Lizenzen sind von 4 bis 99. Oder 5 bis 99, genau. Dann gibt es hier noch neue Quads. Rettungsquad, das ist ein cooles Quad. Dann noch ein paar andere Quad, also Quads, also einmal Polizei, einmal Feuerwehr, einmal Rettungsding. Und noch einmal so ein normales Quad. Und dann gibt es neue Schlüsselanhänger. Die sind auch sehr, sehr cool. Da gefällt mir der hier und Rico eben. Und der hier am besten. Und dann nochmal hier Star Trek, A-Team und Novelmore. Die werden 3,99 kosten. Dann die Enterprise. Das ist ja auch schon bekannt. Und das war's schon mit dem Katalog. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Katalog findet. Also das Video hat lange gedauert, ich weiß, aber ja, also ich wollte auch euch alles so detailreich wie es geht zeigen, damit ihr auch seht, vielleicht was ihr euch so wünscht und was euch davon so gefällt und damit ihr einen Eindruck bekommt. Und ja, also mir gefällt die Seite am besten mit dem modernen Wohnhaus, da sie da das sozusagen erweitert haben einfach. Und ich finde die Idee von Tapeten und Fußböden, die man einfach austauschen kann, wahrscheinlich ist dann so Pappe oder so, und das finde ich einfach eine richtig coole Idee. Und dieses Hausbett ist auch eine klasse Idee. Also das Set werde ich mir auch holen. Und sobald ich das Set mir hole, das werde ich mir holen, sobald es erscheint, zeige ich es euch auf jeden Fall direkt und werde auch auf das Mädchen eingehen, wie das jetzt auch wirklich dann aussieht. Ja, das war's mit meinem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Halt, noch nicht wegschalten. Ich habe mich nochmal informiert und habe euch ein paar wichtige Details eingeblendet. Und zwar, das Mädchen hat wirklich so lange Beine wie auf dem Bild. Und bei dieser Etagenerweiterung, die jetzt gleich folgt, genau, da gibt es auch ein neues Element. Ich wollte sie euch hier aber nochmal zeigen, weil man hat die echt vorhin nicht gut erkannt und die hat sehr viele tolle Einzelteile dabei. Und zwar zum Beispiel dieser Wäscheständer. Das ist was ganz Neues von Playmobil und den finde ich super klasse. Das war's jetzt aber echt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!